Geschlossene Geschäfte, stark eingebremste Wirtschaft und komplett stillgelegt Events und Kulturveranstaltungen. Corona macht vielen zu schaffen. Darum haben sich diese Herrschaften für Dortmund etwas einfallen lassen. Selbstorganisierte Soforthilfe sozusagen. Mit im Boot Dortmund Ahoi, eine Plattform für Kunst, Kultur und Gastronomie in Dortmund. Die Idee hinter der Aktion ist, die lokalen Künstler zu unterstützen. Alle von ihnen sind durch die Corona-Pandemie arg gebeutelt, haben Aufträge, haben Jobs verloren. Sie bekommen pro Verkauf ein T-Shirt 15 Euro. Und das geht so. Mit extra designten T-Shirts soll Geld für den guten Zweck gesammelt werden. 10 Künstler, die derzeit erschwert oder gar nicht arbeiten können, designen T-Shirts. In teilnehmenden Shops werden die dann verkauft. Die Frage war nur, wie? Bekleidungsgeschäfte sind schließlich geschlossen. Mit Scalerion, einem Dienstleister für Shopping 4.0, haben sie einen Sponsor gefunden, der sehr schnell die nötige Infrastruktur stellt. Es kann sofort losgehen. So bleibt das Geschäft dank sozusagen digitalisiertem Shopping-Window im Gespräch und im Kopf der Kunden. Unbezahlbar in diesen Tagen. Also es ist völlig simpel, völlig einfach. Man nimmt sein Smartphone, scannt den QR-Code, ist dann direkt in dem Shop, kann seine Auswahl treffen. Man kann auch zum Beispiel mehrere Artikel auswählen. Man wird dann bis zum Kaufabschluss geführt. Einfacher geht's gar nicht. Für die Illustratorin und Tattoo-Künstlerin Jasmin Wong wäre das allein nicht machbar gewesen. Designen kann sie, auch den Transfer aufs T-Shirt hätte sie hinbekommen. Aber Online-Shop, Bezahlsysteme, Logistik, alles kostet erstmal Geld, das sie gerade nicht hat. Die Aktion von Dortmund Ahoi kommt also gerade recht. Ich finde es auf jeden Fall eine richtig gute Aktion, weil ja so eine gewisse Aufmerksamkeit generiert wird. Das ist ja auch für Dortmund Ahoi irgendwie eine schöne Aktion, dann nochmal Künstler wieder präsentieren zu können. Und ja, irgendwie habe ich das so erlebt, dass beide dann davon profitieren können. Also mich sehr gefreut, ja. Und inspirierend findet Jasmin Wong die Aktion auch. Weil es so einfach ist, denkt sie jetzt darüber nach, das Verkaufssystem vielleicht auch für ihre anderen Werke zu nutzen. Ein Schaufenster hat sie zwar nicht, aber die Links funktionieren auch auf Social Media, ohne Online-Shop.